Irgendwann stehst du vor dir. Ja, irgendwann sagst du zu dir, habe ich versagt oder nicht? Sagen, ich weiß es nicht. Ich habe in jungen Jahren immer mal von mir geholfen, einem alten Mann oder alten Frau dann hier Sachen nach Haus getragen. Oder irgendwas gepackt. Ich hab in jungen Jahren alles dann gemacht. Neben der Schule ging ich Zeitungen austragen. Für ein kleines bisschen Taschengeld. Das verstehen die Kinder heutzutage, musst du sagen, überall nicht mehr auf dieser Welt. Ja, ich hab mein Leben die ganze Zeit gekämpft. Ich habe alles hier gemacht, getan. In der Schule, da war ich der Schwarm von Mädels dann. Denn ich hatte als Kind blaue Augen und blonde Haare. Tag dann mehr hinein. Doch mein Glück, das sollte mir für immer irgendwie ja so verwehrt dann sein. Ich traf einmal ein Zigeunermädchen. Wir liebten uns, wir kannten uns noch nicht. Doch als sie mir sagte, sie muss gehen, da zerbrach etwas in mir innerlich. War ganz schön sauer, weil sie dann am Abend bei mir war. Natürlich erst nach dieser großen Vorstellung dann. Ja, das war für mich und ihr doch klar. Er gab mir einen Fluch mit auf die Reise. Ich konnte nichts dafür. Doch irgendwie ließ er mich nicht mehr los. Er begleitet mich die ganze Zeit jetzt hier. Manchmal denke ich immer noch an Anita. Sie hat so schöne schwarze Haare gehabt. Und ihr Lächeln strahlte wieder.
Sonne hat sie mich beim Küssen angeschaut. Kam auch meine Zeit.